78468, der Eisenbahntradition Lengerich hat soeben die Rampe nach Albstadt-Ebingen erfolgreich gemeistert. Die Maschine aus Nordrhein-Westfalen ist zu Gast bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn, die an Ostern 2013 ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Heute, am Ostersamstag, gibt es eine große Jubiläumsrundfahrt unter dem Motto Preußen und Baden in Schwaben. In Storzingen stehen die Signale nach zuvor rasanter Fahrt erstmal auf Halt. Die 78 wird hier Wasser nehmen. Die Storzinger Feuerwehr ist bereits anwesend, um den 12 Kubikmeter fassenden Wasservorrat der 78 zu ergänzen. Das Holz des Bauern bekäme die 78 nur zum Anheizen. Der Kohlevorrat reicht für die Etappe bis nach Schelkling aus. Er muss nicht ergänzt werden. Das Gasthaus zum Bahnhof hat solche Massen an Reisenden sicher lange nicht mehr gesehen. Langsam finden sich auch die ersten Einheimischen ein, bevor die Massen in Richtung Brücke strömen. Zwei kleine Buben aus dem Dorf wissen genau, was abgeht.
Nur fährt sie rückwärts. Und auf Platz 3. Schaut, Lauge. Die Brücke ist besetzt und belagert von Fahrgästen und ihren Kameras. Die 78 wird auf das vom kleinen Bub angesprochene Gleis 3 fahren. Ein passender Moment für eine Außenaufnahme. ...1923 verließ 78-468 die Werkhallen von Henschel und Sohn in Kassel und war bis zum 10. Juli 1969 im Einsatz. Sie kam damals in das Museum für Hamburgische Geschichte und entging so dem Schneidbrenner. 1998 konnte die historische Eisenbahn Oberhausen die Maschine von der Deutschen Bahn AG erwerben. Im Rahmen eines Förderprojektes gelangte sie in das Eigentum der Stadt Oberhausen und wurde seit 1999 im Rahmen der Tourismusförderung in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. 2008 hat die Eisenbahntradition Lengerich die Maschine durch einen Kooperationsvertrag erhalten und setzt sie seitdem erfolgreich im Museumsbahndienst ein. Der Lokmannschaft um Lokführer Stefan Jägle scheint der heutige Einsatz zu gefallen. Man ist bestens gelaunt. Die Wasservorräte sind ergänzt, es geht wieder an den Zug. Natürlich bleibt auch das nicht unbeobachtet. Ortswechsel nach Sigmaringen. Hier wird die Donau auf einer alten, noch genieteten Brückenkonstruktion überquert. Nach kurzem Halt beweist die 78 ihre Spurtstärke. Nach rasanter Fahrt erreicht der Zug Rechtenstein, ebenfalls an der Donau gelegen. Fans und Fotografen belagern wegen der geplanten Scheinanfahrt die Donauwiesen. Der Fahrplan eilt und der Regelbetrieb darf nicht gefährdet werden, also alles wieder einsteigen, dann heißt es. Thank you.
Kurz hinter der Bahnhofsausfahrt passiert der Zug das Kloster Obermarchtal. Nach weiteren rund 30 Kilometern wird die Fahrt an ihrem Motto Preußen und Baden in Schwaben vollends gerecht. In Schelklingen warten bereits 58.311 und 75.1118 der Ulmer Eisenbahnfreunde. Sie werden gemeinsam den Zug bis Gammerting bespannen. 78.468 fährt leicht verspätet ein und trifft dabei auf die Ablösung. Die preußische T18, die uns bis hierher gebracht hat, verlässt den Zug und fährt nach Ulm, um gedreht zu werden. Das badische Kraftpaket, die 58.311, wird nun als Zuglok fungieren, während die im Vergleich zur 58 fast filigrane 75 als Vorspannlok zum Einsatz kommt. Wollt ihr bei der Ausfahrt aber auch wieder rüber, bitte? Ja, ja. Wir sind nun auf dem Führerstand der 58.311. Die Lokmannschaft hat ihre eigene Devise. Wir sprengen nach dem Motto, wir sind nicht die Besten, aber die Lustigsten. Ne? Das Abfahrtsfeuer wird hergerichtet. Der Kohlenvorrat der 58 ist nach Einsätzen in Ostdeutschland zur Neige gegangen. Für die heutige Fuhre reicht der Brennstoffvorrat aber allemal. Vor und zurück bewegt sich die Hebelstange am Bosch-Öler, auf der Straße hingegen geht nichts mehr. Hier in Sondernach scheint die Zeit noch stehen geblieben zu sein. Rund 100 Personen wohnen in diesem von der Landwirtschaft geprägten Ort, in dem wir dieses wohl einzigartige Haus fanden. Genau zwischen den alten Häusern verläuft die Trasse und nach der Durchquerung der Ortsmitte darf erneut beschleunigt werden, diesmal ohne große Hilfe der G12. Thank you.
Direkt hinter Sondernach beginnt der Aufstieg auf die Alp durch das Schandental. Heizer Manuel Wittmar gibt der G12, was sie braucht. Alles lief nach Plan. Und dann standen ratlose Fans im Wald, die Fahrgäste fragend am Fenster und auch die Lokmannschaft schaute interessiert vom Führerstand. Scheinanfahrt im Schandental. Das wollten natürlich viele mitmachen, also bei Wind und Wetter raus aus dem warmen Zug. Dieses skurrile Schauspiel scheint sogar unseren Freund und Helfer zu interessieren. Die Kollegen im Streifenwagen konnten aber wieder abrücken, alles im grünen Bereich. Der Aufstieg aus dem Schandental ist geschafft, Münsingen erreicht. Wo ist denn jetzt eigentlich die nächste Scheinanfahrt? Michael Schweizer klärt auf. Ah ne, in Offenhausen. Bis nach Offenhausen ist noch Zeit. Zunächst werden die Wasservorräte beider Maschinen ergänzt. 20 Kubikmeter Wasser fasst der Schlepptender der 58311. Seit 1985 ist die 1921 bei der Maschinenbaugesellschaft in Karlsruhe gebaute Maschine mit wenigen Unterbrechungen unter der Regie der Ulmer Eisenbahnfreunde betriebsfähig im Einsatz. Der Tender ist voll, die Kohlen genässt. Heizer Manuel Wittmar, jetzt als Lokführer in Ausbildung tätig, ist bereit für die Weiterfahrt. Auf der Alp wird schneller gefahren, jedoch bremsen die vielen ungesicherten Bahnübergänge die Fahrt immer wieder aus. Unterhalb des Schlosses Grafeneck darf wieder beschleunigt werden.
Hat jemand Hunger? Auf der 58 gibt's Kekse. Lokführer in Ausbildung Manuel Wittmer testet sich weiter vorwärts. Das Lokpersonal der 75 könnte sich jetzt eigentlich zurücklehnen. Beim Halt in Kleinengstingen besprechen Lotse, Lokpersonal und Kameramann den kommenden Streckenabschnitt auf der Hohenzollerischen Landesbahn bis nach Gammertingen. Von Schädlingen bis hierher wurde auf der Schwäbischen Albbahn gefahren. Michael Schweitzer, der hier öfters fährt, kennt die Ortsnamen zu Genüge. Das rund 2500 PS starke Gespann rollt bis nach Gammertingen. Dort angekommen, stehen für die Fahrgäste bereits Triebwagen der HZL zur Verfügung. Diese bringen sie zurück nach Tübingen. Ja, 58 und 75 gehen für die Nacht zurück nach Münsingen. Gammertingen wird aber an den beiden folgenden Tagen Dreh- und Angelpunkt des Vereinsgeburtstages sein.
Der nächste Tag beginnt im Bahnhof Ajach, wo HZL und DB-Strecke aufeinandertreffen. Der Name des Bahnhofs kam wohl dadurch zustande, dass der Fluss Ajach hier nahe des Bahnhofs in den Neckar mündet. Ein Ort zum Bahnhof gibt es nämlich nicht. Unser Zugpferd auf unserem Weg nach Gammertingen ist die vereinseigene Dampflok der Eisenbahnfreunde Zollernbahn 5275-96. Die 140 Tonnen schwere Maschine gehört nach längerer Pause seit Dezember 2010 wieder zum Bestand der betriebsfähigen Dampflokomotiven. Lokführer Marc Teschner wartet auf den Abfahrauftrag. Heizer Gunnar Wilz schaut nochmal auf die Uhr. Pünktlich um 9.36 Uhr sollen die 55 Kilometer in Angriff genommen werden. Der Streckenverlauf fordert keine großen Anstrengungen vom Heizer, aber der Zug muss geheizt werden. Die Ajach überqueren wir auf unserer Reise ebenfalls. Wie durch einen Winterwald fährt der Zug durch das Tal der Ajach und das an Ostern. Die 52 spielt mit diesem Zug, für die Personale ist die Sache aber umso ernster. Mehrere ungesicherte Bahnübergänge fordern die volle Aufmerksamkeit des Lokpersonals. Mach mal zu! Nach 13 Kilometern Fahrt erreicht der Zug Stetten. In der Einfahrt passiert der Zug die Verladung des ansässigen Salzwerkes. Von hier aus werden regelmäßig schwere Salzzüge nach Ulm abgefahren. Dazu werden oftmals 2 bis 3 Dieselloks benötigt. Lokführer Marc Teschner bringt den Zug vorsichtig zum Stehen. Dazu betätigt er erst das Führerbremsventil, um dann später mit der Zusatzbremse der Lok den Zug sicher abzustellen. Direkt nach der Ausfahrt steigt die Strecke aus dem Stadtgebiet hinaus stark an. Das Feuer wird entsprechend vorbereitet. Um den Zug wieder anzufahren, wird vom Lokführer die Steuerung, vergleichbar mit der Gangschaltung beim Auto, voll ausgelegt. Dadurch wird das Risiko bei der Anfahrt zu schleudern minimiert. Anschließend wird die Bremse ausgelöst, dann kann der Regler vorsichtig geöffnet werden. Nach wenigen Metern wird die Steuerung der Dampfmaschine wieder zurückgenommen. Die Maschine würde sonst mehr Dampf verbrauchen, als der Kessel liefern kann. Arbeitet sich die 52 hinauf zum Brechpunkt oberhalb der Ortschaft.
Um den Kesseldruck zu halten, hat Heizer Gunnar Wilst jetzt mehr zu tun. In einem weiten Bogen verlässt der Zug die Gemeinde. Nach dem Aufstieg und weiteren 15 Kilometern gibt es eine längere Pause in Hechingen. Unser Zug steht im Landesbahnhof der HZL. Nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, die Burg Hohenzollern, ist einzigartig. Eisenbahntechnisch hat die Stadt auf dem Westrand der Schwäbischen Alb auch eine Besonderheit zu bieten. So gibt es einen Landesbahnhof und einen Bahnhof der Deutschen Bahn. Hier im Hintergrund das Bahnhofsgebäude der Aktiengesellschaft an der Strecke Tübingen-Sigmaringen gelegen. Während das Personal seine Pause genießt, machen wir einen Sprung nach Münsingen, denn dort machte sich etwa zur gleichen Zeit 75-11-18 ebenfalls auf den Weg nach Gammertingen. 58-311 ist noch mit Rangierarbeiten beschäftigt, sie wird heute Osterzüge auf der Schwäbischen Albbahn befördern. Dem Wunsch des Filmteams, etwas Sound zu zaubern, kam das Personal der 75 gerne nach und begeisterte mit beeindruckender Fahrweise. Ausfahrt in Gomadingen. Nach diesem Schauspiel gehen wir zurück nach Hechingen. Dort hat die 52 bereits Ausfahrt. Hinter Hechingen beginnt langsam der weite Aufstieg auf die Alb. Die Gestik von Lokführer Marc Teschner zeigt es an, die Bahnübergänge funktionieren, es kann weitergefahren werden. Bei Killer wird mehr Leistung benötigt. Warum, sehen Sie selbst.
Steigung von Killer mündet in der bekannten Bohlerdinger Rampe. Mitten in der Steigung liegt allerdings eine Langsamfahrstelle. Die Leistung muss gedrosselt werden, um die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. Die Rampe ist geschafft, Zeit kurz zu verschnaufen. Pünktlich auf die Minute können die 8 Kilometer bis zur erneuten Steigung in Neufra angetreten werden. Von dort steigt die Strecke nochmal 2 Kilometer bis zum Gammatinger Tunnel an, um dann in den Stadtkessel von Gammatingen abzufallen. Unmittelbar nach der Ortsdurchfahrt beginnt nach einem Linksbogen der letzte Kraftakt. Kaum in Gammatingen, dem betrieblichen Mittelpunkt, angekommen, treffen wir auf die bereits eingetroffene 75-11-18. Als bekannt wird, dass auch noch 78-468 hier die 52 kreuzen wird, hilft bei manchen Fans wohl nur noch ein ordentlicher Schnaps. Zeit, kurz am Bahnhof Gammatingen zu verweilen. Diese drei jungen Kollegen haben das Geschehen genau im Blick. Die 52 hat Ausfahrt. Kurze Zeit später ist auch das Feuer der 78 bereit für die Weiterfahrt. Lokführer Jürgen Siemer wartet auf den Abfahrauftrag. Direkt nach der Ausfahrt
steigt die Strecke in einem weiten Bogen stark an. Anders wäre der enorme Höhenunterschied hinaus aus dem Talkessel nicht zu bewältigen. Auf der Rückfahrt nach Gammertingen warten bei Neufra auch die Tonfreunde auf die 78. Sie stehen genau richtig. Direkt nach der Ortsdurchfahrt wählt die Preuße mit ihrem stilechten Anhängsel in die Steigung. Gependelt wurde auch zwischen Gammertingen und Kleinengstingen. Da kommt der Zug. Ja, dauert noch ein bisschen. Morgen. Die Maschine auf dem Kennzeichen unseres Filmteams wird wohl niemals auf dieser Strecke eingesetzt werden. Die Pendelfahrten auf dieser Schiene übernimmt 75 1118. Diese Maschine, Baujahr 1921, ist zwar keine 015, doch die Akustik und der hervorragende Pflegezustand dieser eher kleinen Maschine beeindrucken ebenfalls. Am Bahnhof in Kleinengstingen wird umgesetzt. Die Gemeinde, die aus den drei Ortschaften Kohlstetten, Kleinengstingen und Großengstingen besteht, wird in der Regel einfach nur als Engstingen bezeichnet. Steigen wir ein und fahren ein Stück mit. In den alten, seit 1930 gebauten Wagen fühlen sich jung und alt auf Anhieb wohl. Und Abfahrt. Die Lokmannschaft um Oliver Scholz und Thomas Kuhnhäuser ist ein eingespieltes Team. Sie gehören zur Mannschaft, die sich um die persönliche Pflege der Maschine sorgt.
der Kraft am Zughaken bekommen die Fahrgäste kaum etwas mit. In den gemütlichen Polstern genießt jeder den Osterausflug. Da kauft man auch gerne eine Fahrkarte. Zwei kleine, ein großer. Genau. Dankeschön. Nach einer leichten Steigung hinter Kleinengstingen fällt die Strecke bis nach Gammertingen. Den größten Dampfverbrauch hat jetzt die Heizung. 75/11/18 ist das letzte überhaupt erhaltene Exemplar dieser einst 135 Mal gebauten Maschine. Sie ist ein beliebtes Fotomotiv an diesem Wochenende, denn auf der Hohenzollerischen Landeseisenbahn ist diese Maschine sonst nicht unterwegs. Einfahrt in den Bahnhof Gammertingen. Zehn Kilometer weiter südlich treffen wir auf eine der hier oftmals anzutreffenden Felswände. Am Bahnhof Weringstedt ist gerade die Längericher T18 eingefahren. Unmittelbar nach der letzten Weiche mündet die Strecke in den Weringentunnel. Vor den Toren des Ziels Sigmaringen liegt der romantische Bahnhof Hanfertal, der dank der Holzverladung noch über einen ausgedehnten Bahnhof verfügt. Jetzt aber schnell, die 78 war bereits in Sigmaringen und hat für die Rückfahrt umgesetzt. Kurzer Halt. Romantisch ist der Streckenverlauf nach der Durchfahrt des 124 Meter langen Hettinger Tunnels. Zurück nach Hanfertal. Die 75 ist in der Gegenrichtung unterwegs.
Kaum hat der Zug die letzte Weiche passiert, fällt die Strecke steil hinab durch das Stadtgebiet, bis sie im Bahnhof Sigmaringen auf die DB-Strecke trifft. Während die Lok umsetzt, bezieht das Filmteam entspannt Position, um die letzte Bergfahrt dieser wundervollen Jubiläumsveranstaltung zu genießen.